Prophezeiung. Im Grunde können wir ja eigentlich davon ausgehen, es ist alles in Ordnung, die Welt läuft, die Supermärkte, Regale sind voll, die S-Bahn fahren pünktlich und jeder ist da, wo er ist und alles ist dreidimensional und greifbar und die Zeit vergeht und eigentlich alles in Ordnung. Jetzt kommt mir einer daher und erzählt mir was von 2012. Klar, und der Aufstieg und hier Paradies und der Mensch und seine DNA wird geupgradet oder abgegradet oder wie man das sagen soll. Neues Programm, Computer und so. Aber, und jetzt kommt die Prophezeiung. Durch Nachdenken über die Sache Aufstieg oder mit technischen Geräten wie Computer oder irgendwas technisch, das zu lösen, ist unmöglich. So wie der Fernseher und, sagen wir mal, die Massenmedien eigentlich schon ausgedient haben, sind wir doch ehrlich, was die uns erzählen, ist doch Bullshit, abgekürzt BS. Und das einzige Problem, das die einzelnen Leute noch haben, ist eigentlich, glaube ich, das Handy, wo sie davon abhält, links und rechts und nach vorne und nach hinten zu gucken und auch entsprechend mit Strahlen da hier, bing, 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 bing. Das ist ein anderes Thema. Wir können mit Nachdenken oder durch technische Geräte, also sprich in unsere dreidimensionale, bisherig mehr oder weniger funktionierende Problemlösungsschablone gar nichts mehr anfangen. Gar nichts mehr. Es geht... Schmeiß alles weg, schmeiß einfach alles weg. Ja, ha, würdest du jetzt sagen, dann bin ich tot. Ja gut, ich meine, klar. Für mich war das auch öfters schon so, dass ich mir vorgestellt habe, ja, diese Erleuchtung und der Aufstieg in die fünfte Dimension und das alles, ja, das ist ja Sterbe. Du legst deinen Körper weg, all die Klump. Und dein Geist und deine Seele sind dann frei und unendlich und frei von Raum und Zeit und können machen, was sie wollen. Es geht aber bloß wieder, wenn man so drüber nachdenkt. In Wirklichkeit, ich schwör's euch, in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Also schalt nicht bloß den Fernseher ab, schalt nicht bloß dein Handy, schmeiß dein Handy nicht bloß weg, der Computer demnächst, und das ist die Prophezeiung, der Computer und diese Internet-Sache wie Facebook und YouTube und Twitter und you name it, wird alles wegfallen, komplett nutzlos. Und aus meiner Sicht dann wahrscheinlich auch sowas wie Autos mit Verbrennungsmotoren, Energieerzeugung mit Explosionen. Und der Aufzug, die Betonhäuser, das alles wird wegfallen und trotzdem wird der Mensch in seinem Körper, der bis dahin gesund ist, wenn er jetzt, ab gestern alles richtig macht, dann ist es wieder ganz was anderes. Ganz was anderes. Mach dir drauf gefasst oder richtig drauf ein, es ist alles ganz anders, als du denkst oder als ob dir deine Geräte irgendwie helfen könnten. Musik.